Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Verleihung des BDA-Preises 2016. Unter der Schirmherrschaft von Joachim Herrmann, bayerischer Staatsminister des Innern für Bau und Verkehr. Unser Berufsstand sieht sich mit rasantem Tempo massiven Veränderungen ausgesetzt, die zunehmend die Existenzgrundlagen unseres Berufsstandes infrage stellen und den notwendigen Wert von überlegter Planung und Bauausführung für unsere Gesellschaft vernachlässigen. Die Kraft und die Energie, die heute hier in diesem Saal spürbar ist, wird der BDA als mit Abstand stärkster Verband in unserer Architektenkammer übertragen. Wir brauchen dringend eine Vertretung der Architektenschaft, die sich kompetent, streitbar und zielorientiert der Zukunft unseres Berufes widmet. Architektur und Baukultur ist mir als Architekt in der Bauverwaltung persönlich ein fundamental wichtiges Anliegen. Auch die oberste Baubehörde sieht sich für qualitätsvolles Bauen in der Tradition von Leo von Klenze, ihres ersten Leiters, verpflichtet. Baukultur ist für mich kein Selbstzweck oder entbehrlicher Luxus, auch nicht in Zeiten knapper Mittel. Baukultur ist vor allem eine Frage des eigenen Anspruches und eines Selbstverständliches für Qualität, die nicht unbedingt von Baukosten abhängig ist. Es ist unser Ziel, bei allen Projekten die Baukultur in Bayern zu erhalten, zu fördern und weiterzuentwickeln. Ein hoher gestalterischer Anspruch, qualitätsvolles Bauen und ein nachhaltiger Umgang mit vorhandenen Ressourcen ist dabei ebenso von zentraler Bedeutung wie das erfolgreiche Zusammenwirken von Architekten und Bauherren. Die Staatsregierung, die staatliche Bauverwaltung und ich persönlich werden Ihnen auch in Zukunft verlässliche Partner sein. Den heutigen Preisträgern darf ich schon jetzt zu Ihrer Auszeichnung gratulieren. Vielen Dank. In Deutschland sind 70 Architekturpreise gelistet und das ist auch gut so und es könnte durchaus gerne noch mehr geben. Denn mit den Veröffentlichungen der Preise bekommt Architektur eine breite öffentliche Wahrnehmung. Und das sind eben Projekte, die dort veröffentlicht werden, die über das hinausgehen, was wir in unserem Alltagsgeschäft erleben müssen. Das ist besonders wichtig eben in diesen Zeiten, in denen Architektur noch nur noch als Kapitalanlage verstanden wird. Gute Architektur wird durch die Kommunikation der Preise auch für die Menschen sichtbar, die keine Architekturjournale lesen, und bekommt dadurch auch mehr Relevanz in unserer Gesellschaft. Wir kommen hierher, um alle zu feiern, die mitgemacht haben. Und ich glaube, es ist wichtig, eben dann auch von den anderen Projekten zu sprechen, von den Projekten der Kollegen, die sich eben in diesem Bemühen gestellt haben. Mit diesem Architekturpreis können wir Menschen für Baukultur interessieren, sie in unsere Überlegungen zur Entwicklung von zukunftsfähiger Architektur mit einbeziehen und uns aller Ziel von gestalteten Lebensräumen in den Köpfen verankern. Mir zieht mich das Herz auf, als ich bei meiner Reise entdecken durfte, dass an vielen Orten des Landes der Kontext plötzlich wieder zählt, die Verspieltheit zaghaftes Terrain gewinnt und manche Architekten zu einer ersten Rückbesinnung auf die ganze Breite der gebauten Kulturgeschichte dieses Landes animiert hat. Ich bin tatsächlich einer Schulleiterin begegnet, die Schnappatmung kriegte, als sie ihr den Zweck meines Besuchs erklärte, nämlich dass der Neubau auf ihrem Schulhof vielleicht einen Preis kriegen könnte. Ich habe Pfarrer getroffen, die ohne jegliche Höflichkeitsfrist sofort zahllose Mängel an ihrer schönen Architektur aufzählten. Ich habe Veranstaltungsleiter getroffen, die an den Grillen ihrer Baumeister verzweifelt sind und Hausmeister, die ihre verglaste Dienstwohnung als Grill bezeichnet haben. Ein Polizist, der mich beim Fotografieren auf der Straße ansprach, hielt mir schließlich einen fundierten Monolog über die Menschenfeindlichkeit des modernen Städtebaus, der mit dem Satz endete, das da, und er zeigte auf so einen weißen Zeilenbau, den ich gerade fotografiert hatte, das kriegt aber keinen Preis.
Auf dem anderen Pol der bayerischen Heißblütigkeit habe ich dann aber doch weit noch mehr Menschen getroffen, die vollkommen beglückt von ihren Gebäuden den reinen Stolz versprühten. Im Bereich Wohnungsbau, der mit Abstand der umfangreichste bei den Einreichungen war, sich einige schöne Beispiele fanden, wie mit kleinem Budget und großem Anspruch Gebäude errichtet werden, die auch für Menschen ohne eigene Mittel zur Heimat taugen. Ihr Job als Gestalter, so jedenfalls verstehe ich ihn, ist es, Menschen glücklich zu machen. Und das Glück des Wohnens heißt nun mal Heimat. In diesem Sinne freue ich mich jetzt mit Ihnen auf die glücklichen Gewinner und die hoffentlich nur unwesentlich weniger glücklicheren Platzierten, die alle mit ihren Gebäuden gezeigt haben, dass sie ihre Sendung als Glücks- und Heimatmacher brillant beherrschen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Preisträger in der Kategorie Städtebau wurde für die neue Ortsmitte Wettstetten von Bembe Dellinger Architekten prämiert. In die Kategorie Wohnungbau würde E% energieefficiënter Wohnungbau in Ansbach von Deppisch Architekten prämiert. Ist das Architekturbüro Benisch Architekten mit Architekturbüro Leinhäupel und Neuber. In der Kategorie Gewerbe- und Verwaltungsbau geht an Rau und Ruhig in Schweinfurt von Schlicht Lamprecht Architekten. Preisträger Bauen im Bestand Denkmal. In der Kategorie Bauen im Bestand Denkmal wurde der Burgsaal Parsberg von der Architektengemeinschaft Peter Wegerer-Wittmann prämiert. Thank you.
In der Kategorie Kulturbauten wurde das Konzerthaus Bleibach von Peter Heimer Architektur prämiert. Der Preisträger für die besonderen Bauten wurden die Stillen Örtchen ausgezeichnet. Sie wissen alle, von welchem Gebäude ich rede. Der Preis der Jury geht an das Konzerthaus Bleibach. In der Kategorie Nachwuchspreis ist das Projekt Build Together, Learn Together, ein OP-Gebäude für das Busch-Krankenhaus Nakuela in Kamerun. Der WDR Bayern schlägt nun vor, für die Preisverteilung des Denike Klassik das Projekt der Alten Akademie in der Neuhauser Straße. Und wir glauben, dass das ein Projekt ist, was nicht nur in der damaligen Zeit, sondern auch bis heute Maßstäbe gesetzt hat, die für uns durchaus beachtenswert sind.